Ja, herzlichen Dank. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich vorhin schon mal angemerkt habe. Also, die Schiedsgerichtsordnung sagt, ein Schiedsgericht ist bis zu maximal 2 Jahren im Amt. Wir haben es bisher immer so gehalten, dass wir nach einem Jahr neu gewählt haben. Das müssen wir nicht. Das steht auch nicht so in unserer Satzung. Das haben wir einfach so gemacht. Was wir machen können, und wenn ich werde das dann gleich ein Meinungsbild diesbezüglich einholen, und dann werde ich auch, wenn das positiv ist, einen entsprechenden Antrag als VL stellen. Wir können jetzt sagen, wir wollen das Schiedsgericht weiter im Amt behalten. Dann gibt es keine Neuwahl, logischerweise. Und das Schiedsgericht kann vielleicht noch mal kurz ausführen, was es so das letzte Jahr über gemacht hat. Vielleicht macht es das auch einfach vorher. Und aber das Meinungsbild will ich jetzt trotzdem abhören, damit wir planen können. Also, was? Ja? Bitte? Könnten wir nur so als Option trotzdem Ersatzrichter wählen oder würden wir es denn lassen? Wir haben zurzeit einen zu wenig quasi, ne? Ich bin gerade selbst am Überlegen. Haben wir offene Ersatzrichterposten frei? Habe ich nicht geprüft. Ich fände es nur für das Meinungsbild relevant. Weiß es selbst nicht. Frage an Schiedsgericht. Habt ihr vakante Stellen? Also das Schiedsgericht sind 3 Richter und 2 Ersatzrichter und es ist vollständig da. Also, insofern ist nichts neu zu besetzen. Dankeschön. Wenn man was neu wählen müsste, müssen wir alle neu wählen. Alles klar. Also die Antwort auf deine Frage wäre nein. Gut. Also jetzt zum Meinungsbild. Wer ist der Meinung, dass das Schiedsgericht so weitermachen soll? Das sieht nicht ein einziger anders. Ja gut, machen wir noch die Gegenprobe. Ist irgendjemand der Meinung, das soll anders sein? Sister, ich finde das toll, wenn die Leute mich bestätigen. So, okay, nachdem wir das jetzt gemacht haben, für das Protokoll, ich hoffe, es hat die Finger auf der Tastatur, für das Protokoll, hat irgendjemand was zu werfen, wenn es geht, hart? Hört ihr mir zu? Fingerzeig? Super. Doch nicht die Mate, das ist Verschwendung. Nein, so das habe ich nicht gehört. Also, Antrag von der VL, den Tagesordnungspunkt Wahl der Richter und Wahl der Ersatzrichter einen Tagesordnungspunkt voranzustellen. Bestätigung der Richter im Amt. Nein, wir müssen vorher sagen, dass wir das weitermachen wollen. Das will ich. So, nee, ich bleibe bei einem Punkt nach dem Satz. Moment. So, also der Antrag würde wie folgt lauten. Es handelt sich um einen Geschäftsordnungsantrag auf Änderung der Tagesordnung. Die beiden Punkte, die sich mit der Wahl der Schiedsrichter und der Ersatzrichter befassen, zu streichen. In dem Moment würde die Tagesordnung gekürzt. Es gibt keine Wahl. Und wenn ihr euer Einverständnis zu dieser Tagesordnungsänderung
erklärt, würden wir dann sozusagen mit den nachfolgenden Punkten weiter fortfahren. Was jetzt eventuell noch zu fragen ist, inwieweit wir zwischendurch als Redebeitrag eventuell einfach einschieben, dass die Richter vielleicht einen Zwischenbericht geben können, wenn sie möchten. Steht schon, alles klar, perfekt. Also, es gibt momentan, es liegt sozusagen der Antrag der Versammlungsleitung vor, an die Versammlung auf Änderung der Tagesordnung, Streichung der beiden Tagesordnungspunkte bezüglich der Wahlen für Richter des Landesschiedsgerichts und für Ersatzrichter des Landesschiedsgerichts. Ich finde es erschreckend, dass ich meine eigenen Anträge durch andere formulieren lassen muss. Aber das hatte ich auch schon mal besser raus. Aber genau das ist der Antrag. Gut. Laut Satzung ist es nämlich so, wenn es keine neuen Richter gibt, dann machen die alten einfach weiter. Gut. Und diesen Antrag stimmen wir jetzt ab. Wer ist für diesen Antrag, respektive dagegen? Der Antrag ist einstimmig angenommen. Gut, jetzt haben wir natürlich etwas gemacht, was ich gesagt habe, was wir nicht machen. Komm mit deinem Kurzbericht. Es geht ganz schnell, ich weiß es. Ja, das Landesschiedsgericht wurde jetzt vor ungefähr einem Jahr gewählt mit 3 Richtern, 2 Ersatzrichter. Das Jahr haben auch alle gut überstanden, also sind nach wie vor alle 3 Richter mit dabei und beide Ersatzrichter. Die Wahl zum Landesschiedsgericht muss ja mindestens alle 2 Jahre erfolgen. Das Schiedsgericht ist immer so lange im Amt, bis ein neues gewählt wird. Das heißt, uns war eigentlich von vornherein klar, dass es eventuell 2 Jahre geht. Wir hatten es zwischenzeitlich allerdings ein bisschen vergessen. Wir haben jetzt das vor wenigen Tagen ja wieder festgestellt und sind auch alle bereit, ein weiteres Jahr, also voll zu Ende zu machen, das zweite. Ich glaube auch nicht, dass jemand wegspringen wird, aber wie gesagt, da beide Ersatzrichter dabei sind, noch ist das relativ gut. Die Zusammenarbeit innerhalb des Landesschiedsgerichtes war eigentlich auch vorzüglich, also es gab überhaupt nichts Problematisches dabei. Wir haben von vornherein die Ersatzrichter mit eingebunden. Das heißt, wenn ein Verfahren gibt, haben wir festgelegt, dass die Ersatzrichter mit dabei sind. Wenn einer der Richter dann ausfällt, kann der Ersatzrichter einspringen und weiß über alles bereits Bescheid, sodass wir da relativ zügig dann immer weitermachen könnten. Konkret hatten wir in dem Jahr 2 Fälle. Der eine hat gar nichts mit Hessen zu tun, das war bei Rheinland-Pfalz eingereicht, eine Klage gegen eine Ordnungsmaßnahme, das gegen ein Mitglied verhängt wurde. Die Klage war aus dem Juni 2014, ist bis Dezember dann 2014 nicht behandelt worden, also ungefähr ein halbes Jahr, und wurde dann eben an Hessen verwiesen, wegen Untätigkeit von Rheinland-Pfalz oder vom Landesschiedsgericht in Rheinland-Pfalz. Unterlagen haben wir dann erst Ende April bekommen oder Mitte, Ende April 2015, und das Verfahren haben wir dann, ich glaube am 30.05., also nach etwa 6 Wochen auch abgeschlossen. Die meiste Zeit ging da auch immer drauf für die Fristen, wo man den Leuten zur Stellungnahme gibt und sowas. Das heißt, es hat sehr gut geklappt, die ganzen Termine und die Telefonkonferenzen dazu, das ging relativ problemlos. Ja, der zweite Fall, das hat der Versammlungsleiter Jürgen ja heute am Anfang schon erwähnt, war ein Eilantrag im Vorfeld von dem Landesparteitag, wo es um die Klärung ging, wie der Vorschlag zur Tagesordnung, der vom Vorstand gekommen ist, wie der zustande kam. Da war ein kleiner Formfehler drin, den man festgestellt hat. Ja, dies waren eigentlich alles in dem Jahr, mehr wie 2 Punkte gab es nicht. Da möchte ich mich eigentlich auch beim Landesverband, bei allen Mitgliedern bedanken, dass es eben ja nicht die Anrufung des Schiedsgerichtes wegen irgendwelchen Streitereien gab, wo man ja in der Vergangenheit schon mal so gesagt hatte. Da haben sich alle, finde ich, recht gut verhalten. Ich würde mich freuen, wenn das nächste Jahr ähnlich wäre und das Schiedsgericht mit wenigen Fällen bedacht wird, und wenn die Fälle kommen, dann halt von mir aus von anderen Landesverbänden übertragen, dann müssen wir uns damit beschäftigen, da sind wir zu bereit. Wenn es keine aus Hessen gibt, ist es wunderbar. Ja. Vielen Dank, für Fragen stehe ich natürlich gerne zur Verfügung. Grundsätzlich, der Fredo wollte eigentlich einen Rechenschaftsbericht vorbereiten, er ist leider krank geworden. Das heißt, ich weiß jetzt eigentlich nicht, was er sagen wollte, und habe halt mal relativ spontan zusammengefasst, was war. Jo, danke.
Ja, da jetzt keiner hastig aufgesprungen ist, gehe ich mal davon aus, dass es jetzt auch keine Fragen gibt.